Willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. So viel Segel wie ihr könnt! Kommen wir mal. Mal zu Chris. Okay, wir müssen das. Wir müssen erst das Schiff noch versenken. Weil wir brauchen noch Materialien. Hier. Da, haben wir denn? Was war das denn jetzt für ein Sound? Getroffen? 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 Der Gegner sind jetzt nicht gerade viel. Okay, wir verringern das Einzige, was wir jetzt machen. Wir verringern jetzt mal unsere Bekanntheitsgrad. Ich habe keinen Bock, dass mir die ganze Zeit so ein rotes Schiff hinterher flattert, wo überall ich bin. Öffnen und trimmen! Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Echt? Hört sich doch gut an. Jeden Zoll Segel! Alle Segel klar zum Setzen! Apropos, warte mal. Wo müssen wir denn? Da vorne müssen wir hin. Okay, da können wir hin. Gut, das reicht, Jungs. Achtung! Von Steuerbord! Riecht nach Beute! Mein Metall ist nicht viel, aber ein bisschen mehr als gar nichts. Habe ich eigentlich auf der Karte, ich will gerade mal gucken, habe ich hier irgendwo verzeichnet, großer weißer Hai? Hammerhai? Hammerhai? Buckelwal? Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Du bist auch nur ein Schwertwal? Ja, die sind halt legendäre Schiffe halt. Ach, da fehlen mir noch. Da fehlt mir noch was. Ein Piratschiff. Au! Au! Oh, wir sollen Schiffe wieder versenken. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Nee, garantiert nicht. Segel, fangt etwas Wind ein! Leesegel heißen, los geht's! Die Queen Anne's Revenge auswendig machen. Schon ein cooler Name, Queen Anne's Revenge. Königin, alles Rache. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Eigentlich heißt es ja Revanche. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Da ist noch so ein Wrack, Captain. Bereit machen zum Aufschlag! Oh, Alter. Schön wachsam bleiben. Oh, Gott.
Mann. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Magst du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist. Wir sind alles keine Legenden. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium, Alter. Hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen, dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Crew. Aber das schmeckt mir nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Wir haben Ärger am Hals, Captain! Briggs, Sir! Die britische Marine! Sie haben Hilfe! Der Wind wird immer stärker, Captain! Ich weiß, dass der Wind immer stärker wird. Ich komme mir nicht weg. Weiß gar nicht, wann kam denn Scott denn im Bounce raus? Das müssen wir auch noch zocken, aber ich weiß das Datum gerade nicht. Ich muss mal nachher mal gucken. Das Cartel Bounce ist auch eins. Du kannst halt an dem Spiel halt direkt sehen, dass es halt von den Machern von Dings gemacht worden ist. Holz, 100. Wir sind sicher nahe am Ziel. Ja, sind wir. Kaputt machen wir das Schiff trotzdem. Schiff verfolgt! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Wurden getroffen, Sir! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Holt die Kreuzturmsegel ein! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Fällt noch, aber schwer beschädigt! Feuer! Feuer! Mehr Segel! Alle Segel! Segel an die Schoten! Feuer! Das Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Leesegel einholen! Was ist das? Oder muss ich nochmal drauf sich durchschießen? Segel hoch, aufgehalten! Okay, das war's. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Zieht sie in ihren Untergang! Ja, die wollen wir haben! Gegnerische Offizier töten! Zwei also Stück! Die laufen! Verstanden. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Wenn sie kommt, schickt sie in den Tod. Ich hab dich verstanden, schickt sie in den Tod, sondern unser Schiff, Männer. Pipipi in den Tod. Ah, die Offiziere krieg ich da hinten nicht. Die Offiziere kriege ich nicht. Da muss ich. Wo ist denn? Ey, du hast meinen Mann getötet. Wo denn? Und das. Unja, unja! Packe ich die jetzt zu meiner Flotte oder lasse ich's? Ich meine, das hatte schon viel Leben. Na komm. Reparieren wir das Schiff. Das ist, glaube ich, wichtiger. So viel Segel, wie ihr könnt! Nochmal Holz. Schiff verfolgt uns! Verdammte Royal Navy! Die kommen uns erschrecken! Feuer! Ja. Sind bereit, Sir! Feuer! Gebt den Befehl, Sir! Feuer! Treff die Top- und Bramsegel! Feuer! Alter Windmänner, beruhigt sie! Alle Segel, sie verträgt das!
Von Backbord, Sir. Da ist jemand in Seenot, Captain. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Feuer! Lasst sie dafür bezahlen. Und tschüss. Enterhaken bereit. Sag nur das Wort, Captain. Rahm- und Marssegel festzurren. 1, 2, 3. Ich versenke euch dabei. Runter auf den Grund. Runter auf den Grund. Runter auf den Grund. Sind bereit, Alles Sir. Klar für den Aufprall. Segel setzen. Wo soll ich den jetzt auswendig machen? Achso, sie soll hier eben rumschippern. Jo, der dreht sich aber schnell. Da ist er doch. Okay, das ist er nicht. Schiff kommt! Waffen raus! Sieht nach einer Fregatte Wir aus! Haben sie abgeschüttelt, Sir. England! Nur das hat... Von Backbord, Sir! Da treibt Frachtgut, Sir! Da hinten sind sie. Hab dich. Da ist die Queen Anne's Revenge. Sie da! Das ist sie, Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Patch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Höhe! Das wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse die Jackdaw kreisen. Verlassen. Gehen wir mal unternehmen. Blackbeard retten. Haben wir hier eigentlich alles eingesammelt? Ja. Warte mal. Den Schrank glaube ich brauchen wir nicht mehr. Du bist in ein Wespennest getreten, Fat. Im Dienste einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich? Ei, eine Gallione! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein. Hat dich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Brunnen? Nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Oh Gott, helf mir! Hey, Boss, bitte! Bleib standhaft, Brunnen! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Ja, und dann das Herz am rechten Fleck. Ziele liegt in. Oder Thatch. Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Hauptsegel setzen! Und nimm Kurs auf das verdammte Schiff. In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Oh, er hat keine? Ach du Scheiße, wie viel Leben haben die? The fuck? Wie viel Leben? Oh, die hat im Gegensatz zu mir hat die Mörser. Halt auf sie zu, Kenway! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Ich sehe nichts. Jungs, ich sehe nichts. Der Treffer könnte sie lahmlegen. Da, nur ein gut platzierter Schuss. Da, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen. Lass sie nicht aus den Augen. Uns geht das Pulver aus, Captain. Verflucht! Und die Galeone sinkt einfach nicht. Ich sehe den versprochenen Teufel, Thatch.
Ich hätte meinen Engel gezeigt, hätten sie sich ergeben. Noch jetzt. Ich hab so... Und... Ram! Sie ist geknackt, Melle! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain. Beende es. Seele sollten brennen, wenn ich euch Pardon gewähre. You there. Ich hab bei Edward gerade. Ne, Déjà-vu. Von Jack Sully. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Riss Haifisch, Dreck, Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Hey. Da fahren wir mal nach Charlestown. Muss ich da hinfahren oder kann ich mich dahin teleportieren? Was ist denn das? Da hinten ist das. Was haben wir? Ja, natürlich. Machen wir schnell Reise, oder sind wir noch schneller? Bring die Hauptsegel in den Wind! Hoch die Banden, da wird's bald! Stopp! Bram! Mausegel! So, das war jetzt das Falsche. Einfach doch mal rum. Okay. Billy Riley, words of death. Sing Master Robin. Gut, dass wir doppeln. Ich habe auf Abbrechen geklickt. Ich habe auf Abbrechen geklickt. Wo bin ich denn jetzt? Da ist doch gar keine Stadt, wo wir jetzt hinfahren. Lass ich das falsch? Oder sehe ich das falsch? Ich sehe das wahrscheinlich falsch. Barnett! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Nein, 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 nein.
euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin war meine einzige Forderung. Ich habe ja gar keine Medizin. Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Jetzt weiß ich, warum Blackbeard gefürchtet wird. Mein Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Ahoi, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Ja, die hat er nicht. Die hat er nicht. Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Die hätten sie vielleicht wahrscheinlich auch einfach abgehauen. Gib mir einen Tag. Oh, immer muss man sich um das selber kümmern. Schrecklich. Nein, was muss man alles selber machen? Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ah, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Ich sehe sogar den gelben Radius. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Wartet. Großsegel setzen. Da ist noch ein Wachturm. Question. Sehen die uns nicht? Ich meine, wir haben ein Riesenschiff. Was denkt der Captain sich denn? Wenn der Nebel sich verzieht, gibt es keinen Ausweg. Alle Segel einholen. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Nicht tot. Fahrt zulegen. Pass auf, die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Ja, ich bin der andere Weg. So. Nehmen wir mal das Schlafdinge. Gehen wir mal da hoch. Okay. Stop the button! Ah, nein! Achso. Ich hab den nicht gesehen. Ich hätte vorher gucken sollen. Kicken Mist. So, nochmal. Ah, okay. Ja.
Nein. Hallo, help me, dammit. Ah, come on. Man wird schrecklich leid. Tut mir schrecklich leid. Nehmen wir Fahrt auf. Lehsegel setzen. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Wir kriegen das auch durch den Bayou. Wir kriegen das auch durch den Bayou. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Wir laufen hier nicht auf Grund, dafür habe ich viel zu viel Leben. Wir dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Aber mein Controller vibriert, Alter. Pin. Immer mit der Ruhe, Captain. Ja, Geduld war noch nie meine Stärke. Oh. Wie entkommen wir uns, Captain? Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. Hat er gerade zu mir gesagt, ich bin mad? Ich bin nicht mad. Dankbar, dass sein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Soll die verfolgen? Ich soll die ja nicht töten. Naja. Drei Krokodile kommen zum Abendessen. Leider, alter Kumpel. Warm heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. Hold a moment! Huh. It's Bruder! I need some help here! Der Alarm ist aus. Die Blockade sollte bald enden. Ich krieg einen Landkoller und dieser Drecksturm reicht mir. Man sollte meinen, es ging um Gold. Oder um wenigstens. Um nichts als Medizin, um alle Zimmerlein zu buchen, die bei ihnen an Bord fühlen. Sie finden es uns gar gut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verbrennte Särge. Ich hab schon mal gesagt, das ist sehr knapp. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Oh, I've got a lovely clear shot! Interloper, raise the alarm! Nix da.
Bruder, er ist zum Helfen hier. Ja klar, ich fall da auch unter eine scheiß Pill. Hacke. Warum hab ich den denn jetzt gesehen? War die Frage. Hallo! Ryder, bist du das? Eine derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet. Du weißt ja wie. Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder, vom Himmel zwing! Bruder! Ich sagte doch, da war was. Hab ich nicht gesagt? Oh Gott! Ach, hopp, Mann! Wie kann er an dir vorbeikommen? Wie komme ich an denen vorbei, ist die Frage. Komme ich da rein? Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin. Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Eindringling! Hilfe! Komm schon! Schon, ich krieg dich doch. Tut doch etwas, ihr Narren! In my sight, clear as day. Unternehmt was! Tötet ihn! Tötet ihn! Was zum Teufel? Hey! Tut doch etwas, ihr Narren! Geht doch! Oh Gott! Oh Gott, steh mir bei und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Er ist zurück, Captain!
Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Ja, ich klopfe auch bei deinem dritten Jahrzehnt an. Ja, Gottes. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.